Hello friends, long time no see, Nikki here again. I kind of lost my appetite for doing IFSC reports, especially after watching Toulouse, which was kind of pointless, the finals. So I tried to edit another video first to get back into editing. And we visited E4, the Masters of Stone charity competition last November 2019 in Nuremberg, after the Halls and Walls climbing stuff exhibition. And this is an invitational only competition in a workout format, and this is a long episode. So let's listen to the setters, to some of the athletes, and my special hello goes out and thank you to Katsu, the owner of B-Pump. He kind of made it somehow into the video, I don't know how and why. He's a nice guy, visit him in Tokyo once you get the chance to. I hope you enjoy the video. Let me know if you have any questions regarding this video, and I'll try to start again with the season and also with all of our five continental championships for the last five spots for the Olympic Games plus one tripartite kind of thing. I don't know how this works out yet, but we will see, hopefully. Okay, long introduction. Have fun. See you later. Okay, cool. I look sexy or not? Yeah, you look sexy. This is much important. That's the only important thing here, yeah. Bouldering up. Which one is your favorite? What do you think about the bowlers? I think they're great. Yeah. I think bowlers are really diverse. Yeah. Quite technical, I would say. Yeah. Like, pretty German. But what's German setting like? Like, tricky. Like, tricky. It's better because it's after work, but if I would see them first time, I would be like, oh, come on. But no, perfect. Like, first one is probably the hardest one. It's a slab. And then the second one, it's my favorite boulder in the competition. Squadra. Ah, the red really, one? No, like blue and yellow. Oh, yeah. But it's really like both physical and positioning at the same time. And I really like it. And last move, it's like one hand thing. Oh. Third one is beta volumes. Just kind of powerful, but I don't know. It's a mixture. Yeah. And last boulder is my favorite. So cool. Like, jump, toe catch, and some power moves, and yeah. Do you think they tweaked it again, like the last bowler? Do you think they made it harder or easier? While we're working, they made it a bit easier. Oh, okay. I was the only one who did the toe catch, and yeah. Then they made it slightly easier, but it's still really hard. Yeah. And then number three, they tweaked it to be a bit harder. But first and second stayed the same. So. Yeah, cool. Do you like the format that they tweaked it again, or like that? I really like the after work. Yeah. It's different than World Cups. It's more relaxed, and it also shows different sides of climbers. Yeah. Like, some climbers are really good at reading stuff fast and doing stuff fast, and this shows some other skills. And I like, it's called Masters of Stone, so if it's stone, it has to be after work. And do you think you will climb all four? Pretty confident I can do three, but the first one I did the moves, but only the moves. So if I'm gonna send it, it's gonna be the first time. Do you think I did number three, two, three, and four from the start to finish? Oh, nice. Do you think it adds another kind of pressure because you know the bowlers already? It feels more exciting because I know maybe the ones I did, they make more pressure, so I will do them again. But the ones I didn't do, I feel like, I can. It's opportunity to send it, and with like support from the crowd and stuff. Yeah. And it's finals is always nice, and we're automatically all in finals. Yeah. And it's nice. I feel really about support, like surrounded by legends. Yeah. Like I've maybe the youngest here. I don't know how old is Philip Martin, but I think he's 23. So we're 22. So maybe he's younger, but everyone else are like legends. I grew up like Tsukuru and Gabri and Yori and Migos, and so I feel really humble. Hope I can. How was it? Do you like the workout format? Yes, I like. But almost tired. What do you think? Which one was your favorite boulder? Number four. Oh, number four. Yeah. It's very tricky. Yeah, good move. And I heard boulder number the black one, the black squadra. Black squadra. Ah, like it's hard one. With a run over. Yeah, run. So you run? Yes, I run. You like this move?
Yeah, of course. Mm-hmm. Yeah. And yeah, last move is very hard. Oh, cool. Yeah. Did you do the last move? No. Will you do it now? I hope so. Cool. What's your favorite gym? B-Pump. B-Pump? Yes. I never heard of that. Where is it? It's Japan, Tokyo. It's me! I said this boulder with Rainy, the master of the squadron. We said together the first move. Mm-hmm. It's really funny because there are a lot of possibilities to do it. It's more or less similar to the woman to the woman boulder, but this is for men. Mm-hmm. Okay, we want a quick boulder. Mm-hmm. Maybe all the competitors do it. Mm-hmm. Maybe not. But I think minimum three tops in this boulder. Okay. And what's the interesting move? The tricky move? It's the first one. Okay. The first one, because if you trust a lot in your foot, maybe you can do really slow, take the really slow upper hole and much, but the foot is a little too much hip. Yeah. No? You have to trust a lot in your foot. And is it also possible dynamic? Yes. Okay. Yeah, you run, pam, 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 and you finish with your right hand in the sloper and get the toe hook in the other sloper. Here. Okay, and how did they try it? Like the competitors? Did they try both methods? Or? Yes. Yes. And the Japanese guy do the run really easy. He's a master. And we think, oh my god, maybe it's too easy. But no, I think it's okay. It's okay. The last move is really powerful. And I don't think it's too easy. Okay, it's not cool. easy. It's so not easy. Did everyone climb it? No. No. Maybe they save some strong for the real moment. Mm. You know what I mean? Yeah. Maybe they are in this position and say, okay, I can do it, but I don't do my best because I want to save my power. You know? Who do you want to see it from? I want to see the Japanese guy. Yeah, because he has a little more or less my size, and I want to see if he have the same problem than I. Cool. Yeah. Looking forward to it. Yeah. Oh. And the same that before, you have to trust a lot with this foot. Mm. Yeah. Ooh, that's so slippery. Yeah, we will get... A woman boulder. Mm-hmm. Yeah. My goal was take risk because the women are really really stronger, and we need a risk for a ranking. You know what I mean? If you fall, you have enough time for try again and try again and try again, and maybe we just can be the different. You must start two hands, one foot, and you must to jump to the left foot. In this volume, is a little bit slippery. Yeah. Slopey, yeah. And you must to take with the right hand and stop the balance with the left. On the wall? On the wall. Nice. You look at all the magnets here? Yeah.
And later is funny because I don't put any food. Yeah, you had food out before, right? Yeah, yeah, yes, but yeah. I take a decision and not. Yeah. And you have, it's, now it's powerful. Oh, cool. I think with the, in the show, the people, the climbers do the best. And I feel not too much possibility to fall here. Okay. But I want a show, you know what I mean? This is a spectacular, this is a show. And in this point, you must take some underclimb match without any foot, only this slab, you know, and push really stronger and go to the next hole, the shoulder. Any hole is positive, you know what I mean? You have, and maybe one or two girls fall later, okay? My perspective, maybe, two tops in this. Cool, two tops, so, okay. Yeah. Nice. Oh my god. Ich glaube, es gibt so getrennte Meinungen. Einige sagen, boah, das sieht ja billo einfach aus. Und andere stehen da vorne und haben überhaupt keine Ahnung, was da passieren soll. Das ist irgendwie so eine weirde, sehr komische Aufstellposition. Man steht da irgendwie so auf und man hat immer das Gefühl, dass man da ganz gut steht, aber irgendwie dann kippt man immer wieder um. Und ich glaube, jemand, der so richtig groß ist, das ist so ein richtiges Altdram, glaube ich. Und ist eigentlich ganz interessant, schon mit dem Dur-Text ist, glaube ich, ganz cool eingesetzt, weil man nur an ganz bestimmten Stellen irgendwie was zum Stutzen oder zum Stehen hast. Ja. Und dann, dann springst du zu dem letzten Element. Eigentlich besteht er wohl so aus drei Elementen und man arbeitet sich so von Element zu Element irgendwie. Das finde ich ganz interessant, dass es nicht so ganz definiert ist, was man eigentlich macht. Weil ich habe mit denen schon die Buller getestet und die haben die Sachen gemacht und dann manche Sachen haben wir ein bisschen leichter gemacht, andere Sachen haben wir ein bisschen schwerer gemacht, mit denen gequatscht und so. Viel kommunikativer, spannender auch, weil sie natürlich die Buller schon kennen. Ja. Ich habe den ein bisschen leichter gemacht. Ich will nur gucken, dass er nicht so leicht geworden ist. Ich habe den, man steht hier auf und den habe ich erstmal auf gut gedreht und dann könnte man sehr gut aufstehen. Dann habe ich jetzt ein klein bisschen wieder zurückgedreht. Fühlt sich eigentlich ganz okay an. Ich kann den natürlich noch ein bisschen schwerer machen. Das ist immer die Frage, ne? Ich glaube, es ist ganz interessant, weil ich habe den Move schon mal gemacht. Ja. Das sah gar nicht so schwer aus, aber ich glaube, wenn mit Stress und Druck und Zeitdruck und Leute und Musik, dann kann es sein, dass sie dann trotzdem Fehler machen. Ne? Ja. Wer hat denn am besten ausgesehen in dem Boulder bisher? Ich denke, dass Mel Kaspekova. Eigentlich sah sie am besten in allen Boulder aus. Ja. Cool. Die einzige, die sich wirklich so jeden Move genauer angeschaut hat und dann nochmal probiert und so. Nochmal ausgepullert, so richtig ausgepullert. Aber manche von denen haben den Move gemacht und dann sind wir woanders hingegangen. Ich glaube, die können trotzdem Fehler machen. Ne? Ja. Ich glaube, die machen da trotzdem Fehler. Wenn sie hier drin sind in dem Stutz,
man läuft hoch auf dem, auf dem nächsten Volumen, auf den Schulter, das ist eine sehr enge Position, und da kreuzt man auf eine kleine Leiste und dann springt man aus dem Überhang in den Top raus und man muss die linke Hand drehen, um den Schwung abzuhalten. Das ist wahrscheinlich der schwerste Zug von dem ganzen Boulder. Geil. Schon ist cool, ja. Danke. Was ist Merlo, echt? Eine Athletin. Hier von einer Schulter in die andere. Come on, come on. Ja. Nicht so lang tief hängen, schnell nach oben gehen. Findet den Griff. Kein Problem. Mann, bleib weg. Und wo seid ihr, liebes Publikum? Es geht um die wichtigen Punkte zum Top. Come on. Ja, genau. Der Voltomic Boulder wird der letzte sein. Ist ein bisschen gemischt mit Cheetah-Griffen. Herren oder Damen? Das ist Herren, ja. Und der hat eine ganz besondere Stelle. Also, wir haben selber ein Volumen entworfen. Früher gab es ja immer sehr raue Volumen. Dann gab es halt Dual-Tex, wo eine Seite glatt ist und eine Seite rau. Wir haben einfach drauf geschissen, wir haben was Neues. Wir machen No-Tex. Das heißt einfach ein Volumen, was man einfach nicht greifen und treten kann. Ne? Ja. Und bin ich sehr gespannt drauf. Das ist ein sehr physischer Boulder, aber wir haben sau viele starke Jungs, die sau stark draußen klettern. Also ich glaube, es kann jeder von denen halt 9A aufwärts klettern und die wissen einfach, was sie halt festhalten können. Und bei dem Boulder wird neben New School Sachen, also es kommt, wird ein Pogo vorkommen, ein Toho Catch, aber der Rest wird einfach mal pur Power sein, ja, wo die Jungs einmal zeigen können, was sie einfach alles festhalten können. Und wenn man halt verdammt viel festhalten. Wird war, also ich hoffe, dass ein Special Move drin vorkommt, den wahrscheinlich als der erste der Japaner halt, der Sukuro halt ansetzen wird, nämlich ein Sprung aus einem Faustklemmer raus. Ja? Also für Japaner ist das schon mal besonders, es ist ja nicht so, dass jeder Japaner halt Rissklettern kann, aber der Sukuro, der ist von der alten Schule, der kann alles und ich bin echt gespannt drauf, dass er diesen Moves ansetzt. Ja. Jetzt. Was ist das? Ja. Dann bin ich raus. No Tips. Super geil. Ja. Alles sinnlos gedeckelt und es ist einfach mal keine Reibung drauf. Ich bin gespannt, was sie damit machen. Ob sie vielleicht doch festhalten können. Die haben ja so Schraubzwingen als Hände. Ja. Vielleicht können sie es doch noch halten. Mal schauen. Geil. Danke dir. Wahrscheinlich drei oder vier, wir sind uns noch nicht ganz sicher, welcher der letzte Boulder ist. Weil am Ende soll halt viel Action passieren, viele Tops, dass alle oben sind und schreien können und das Publikum halt abgehen kann. Und der hat eigentlich ein paar coole Moves, die halt schnelle Sachen, also Weiterleiter. Das werdet ihr nachher sehen, wenn die klettern. Aber es soll einfach nur mal in die erste Schüssel reingedonnert werden und in die zweite weiter. Das ist so mal ein bisschen tricky, New School. Und die zweite Geschichte, dann musst du halt auch einfach aus der Schüssel dich rausdrücken, mit Vollprodukt in die Leiste reinhämmern und halt den Fuß schnell hinterher zu bekommen. Also
Ja. Geht einfach Tür auf. Ja. Auf wen bist du besonders gespannt in dem Boulder? Eigentlich nicht auf die Melissa, weil die sagt von sich selber so, ey, ich mach zu viel halt, oder sie klettert zu viel draußen und dieses New School hat sie lange nicht mehr gemacht. War ja früher sau fit auf Wettkämpfen und hat aber die letzten Wochen genau solche Sachen trainiert und es ist einfach, die geht glaube ich hier ab drin, den Boulder, freue ich mich schon drauf. Let's do this for real. One thing you know about me is I do it. Soon as we get to